Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play Wochenrückblick. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das nennen soll. Und der letzte für dieses Jahr. Dieses Jahr, ganz wichtig, nicht letzte überhaupt. Jahr geht zu Ende. Jahr 2022. Und ja, die letzte Woche hat sozusagen begonnen. Auch meine letzte Streaming-Woche für dieses Jahr. Und es hat sich ein bisschen was geändert, jetzt genau in der Woche. Wie ihr hier seht schon, jetzt hier ne, im Hintergrund. Alle Besucher, der Lumishop hat seinen Standort gewechselt und befindet sich nun in der Orga-Stadt. Ja, ne, wenn ihr jetzt hier ne, das antrefft, sozusagen, der VR-Port ist abgeschaltet, da kommt ihr so eigentlich gar nicht mehr hin. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwann mal anschalten werde, weil ich werde hier mein Schiff hinterbauen, zeige ich euch gleich noch. Wenn ihr auf diesen Taster hier drauf drückt, müssten eigentlich alle freigeschaltet sein. Dann könnt ihr nämlich einen Wegpunkt euch ziehen sozusagen und dann wisst ihr, wo die Orga-Stadt auch ist. Also wenn ihr mal hier hinkommt. Und wie ihr seht, sieht sehr unspektakulär hier aus. Ich habe einfach nur abgerissen. Also meine Fabrik ist weiterhin hier unten und ich werde hier meine persönliche Basis noch aufbauen. Die will ich ein bisschen vernachlässigen erstmal. Der Plan ist, hier das Plan zu machen. Also sprich, das auf dem Podest wahrscheinlich zu stellen. Also ich werde das ein bisschen höher machen, damit ich nicht immer mit dem Terraforming zu tun habe. Das heißt, das wird da drüber platziert auf einer Art Plattform und kriegt dann massive Säulen bis zum Boden, denke ich mal. Mal gucken. Und darauf wird einfach eine große Plattform sein auf vielleicht sogar 4 L-Kernen. Weiß ich noch nicht. Also wir haben ja schon mal 2, ne? Eins da drüben, das Studio. Einmal hier. Vielleicht setze ich noch 2 davor, dann wären es erstmal so 3. Der Plan ist auch noch, einen Hangar hinzustellen oder sowas, selber zu Voxelmesser gesagt, dass man halt so ein bisschen überdacht ist. Ne? Und dass die Libraries, die man ja für so einen Schiffbau teilweise braucht, ne, von Ryan zum Beispiel die Curves Library oder auch von Geronimo, ne, diese verschiedenen Schrägen und Winkel und so weiter, die man für Schiffe wunderbar verwenden kann. Übrigens, oh, ich habe schon früh was gezeigt, was ich noch nicht sagen wollte. Nun, ja genau. Die sollen dann auch noch hingestellt werden. Ich muss mal gucken, was ich mit der Mine mache. Die kann ich dann zur Not ein bisschen versetzen. Die muss nur auf dem Gebiet bleiben. Ansonsten, unter Tage ist alles gleich geblieben. Auch das will ich jetzt demnächst noch schön machen. Aber das ja, ist jetzt nichts noch für... Nicht für heute natürlich. Also wie gesagt, im Let's Play, das wird den Rahmen sprengen. Ich habe hier auch so eine kleine Falltür. Ich habe hier alles darunter erstmal abgerissen, wo noch vorher der Background vom Shop war sozusagen. Und so sieht meine Fabrik momentan immer noch aus. Also ich habe hier so eine kleine Ordnung für die Schematics, ne? Also ein kleiner Script, wo die Schematics hier drin sind, die werden dann ausgezählt. Und dann kann man sich das selber so ein bisschen einstellen. Muss ich nochmal ran, ein bisschen anders justieren. Aber da kann man ungefähr grob sehen, was will man als nächstes bauen. Ich glaube, ich habe schon ein paar angestupst hier wieder, ne? Stufe S2-Elementen, weil ich brauche noch jede Menge Leuchtmittel. Und da kann ich mal gucken, ob ich das mal anstupsen kann. Ich lasse es mal in mein Inventar. Ich glaube, ich bin eh noch verlinkt mit dem Behälter. Ach ja, ansonsten habe ich hier ein Baulager, wo einfach absolutes Chaos drin ist, damit ich hier ein bisschen bauen kann. Ein Erzlager mittlerweile aus mehreren Behältern, damit ich dann halt einfach Erze, die ich so gerade in der Maschine unterkriege, dass die erstmal reinkommt. Wie ihr seht, ist nicht so viel, vor allem viel Bauxit gerade da. Und Teilelager, da habe ich jetzt ein bisschen eingekauft in letzter Zeit in der Woche. Wie ihr seht, ich habe, oder nachproduziert, ne, aber wie ihr seht, ich habe zum Beispiel, wenn ich runter gehe, relativ viele auch von solchen Sachen hier, von so Möbeln und so, weil ich habe einfach im Markt eingekauft und manche Sachen kosten echt nicht viel. Da kann man lieber einkaufen, als dass man sich eine Produktion macht. Und auch so Flugzeugteile habe ich dann so ein paar Flügel, die günstig waren. Viele Sachen sind gar nicht günstig drin, die werden von Bots verkauft. Das heißt, die haben in der Regel einen sehr hohen Preis eigentlich. Die kosten mittlerweile bei den sinkenden Erzpreisen unheimlich wenig. Und da will ich auch in Zukunft, also im neuen Jahr wahrscheinlich, die Fabrik ein bisschen umbauen, damit ich das separat besser handeln kann. Also wahrscheinlich eine Abteilung für Schiffsteile, die ich zwar immer ein bisschen umstellen kann, aber wo ich nicht alle Links abreißen muss, weil ich zur Zeit machen muss. Ne? Denn das ist halt, ich sag mal, super, 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 super nervig. Hier habe ich es ja schon gemacht mit einer Deko-Abteilung. Hier sind so Deko-Artikel wie Pflanzen und so weiter, wenn ihr produziert. Separat mit einer Kiste, wo Erz reinkommt dafür und mit der ganzen Aufbereitung auch für Erz. Ja? Also ich muss vielleicht mal umbauen, dass ich dann wirklich sage, ich arbeite mit den Pure-Materialien. Das heißt, ich habe irgendwo eine größere Veredelung, wo die Erze reinkommen und wenn sie veredelt auf ein gewisses Maß. Ich finde es aber ganz cool, das Erz teilweise in Rohform zu haben. Da kann man besser ein bisschen tauschen, finde ich zumindest. Ist so, ja, so eine Sache wie vorher. Und hier nix, hat sich nichts geändert. Hier vorne ist so ein bisschen Glasabteilung, wo man Scheiben herstellt oder auch die Canopy-Sachen kann man hier herstellen. Muss ich aber auch noch ein bisschen sauberer machen. Links sind immer das Problem. Na, und hier, das kennt ihr ja schon, meine Hightech-Abteilung, Tier 2, Tier 3. Auch noch ganz klein. Teilweise kommt ihr aber nicht hinterher. Auch das möchte ich in der Zukunft verbessern, dass man halt mit Transfereinheiten, mehr Links und mit mehr Maschinen teilweise besser nachproduzieren kann. Weil ich habe jetzt gemerkt, wo ich für den Shop Sachen produzieren möchte, wie Leuchtmittel. Die sind jetzt hier hinten. Auf den 6 Maschinen hier. Ja, und der S-Maschine da hinten noch. Da seht ihr, da läuft gerade nur eine, weil wenn ich mehrere anschalte, dann kommen die unüblichen Energiesysteme, waren es, glaube ich, die kommen nicht hinterher.
Ich glaube, die werden auf die Leuchten gebraucht. Das heißt, da muss ich halt Maschinen, mehrere Maschinen, zwei, drei Maschinen her, hinstellen, die genau das produzieren, damit sie hinterherkommen. Die müsste eigentlich auch hinten da rödeln. Dann müsste die. Oh, sind einige am Rödeln. Ich glaube, sind das die? Ja, das ist die Leuchte, ne? Die braucht aber. Nee, die braucht keine Energiesysteme. Aber ich glaube, das war das Energiesystem hier, ne? Nee, das war Elektronik. Ich glaube, kann es sein, dass es die Elektronik war? Auf jeden Fall solche Sachen, ne? Die. Hier ist das Energiesystem, ne? Die gehen dann ein bisschen aus, weil die nicht hinterherkommen. Kann auch sogar eher sein, dass es die Elektronik war. Oh, ich habe gerade schon aufgehört. Weil die braucht. Nee, die braucht auch nur 2 Minuten. Ah, wie gesagt, die kommen nicht hinterher. Und da muss ich das ein bisschen besser kalibrieren, dass ja, das einfach funktioniert. Ich habe es ja schon mal Hydraulik mal gemacht mit 2 oder 3 Maschinen irgendwo. Dass es dann für diese Produktion ist. Ansonsten hat sich hier nichts geändert, außer dass ich dann auch hinterher mit dieser zwischengehudelten Produktion wie hier, ne, hier baue ich immer noch Gebietseinheiten auf Halde. Und da will ich gleich noch was einstellen. Das machen wir mal eben zusammen. Wie gesagt, ein bisschen Let's Play möchte ich ja noch hier draus haben. Aber wie gesagt, auch ein bisschen Rückblick. Wenn ihr es euch nicht gefällt, wenn ihr sagt, ach nee, ich will gar kein Let's Play so sehen, ich will einfach nur eine kurze bam, Zusammenfassung, was hast du gemacht, kann ich es auch ein bisschen anders schneiden. Da ich noch ein bisschen härtere Cuts einfach reinmache, zack, 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 oder generell Cuts reinmache, mache ich ja gerade nicht. Und euch einfach die Sachen zusammenschneide so ein bisschen. Ist aber natürlich immer nie planbar, was ich so gemacht habe. Manchmal kann es ein bisschen kürzer sein, ein bisschen langweiliger sein. Aber so machen wir das mal. Ich brauche eine Bergbaueinheit. Denn dazu kommen wir nämlich ja gleich, wenn wir zum Orga-Gebiet fliegen. Wir müssten insgesamt 40 Bergbaueinheiten, muss ich noch platzieren. Warum? Komme ich gleich zu. Ich habe noch ein paar, glaube ich. Komm, ich stelle mal auf 20. So viele Schematics habe ich gerade noch drin. Starten. Starten. Ja, Server hatte mal so einen leichten Leck, glaube ich, über die Feiertage bekommen. Fixierung hat er nicht. Und das meine ich mit Links verändern. Also so ist es momentan bei meiner provisorischen Produktion hier. Ich habe hier immer Links zu viele drin, also die sind voll mit Links. Aber nicht mit den richtigen Sachen. Ich schmeiß mal das raus. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Und der braucht jetzt noch Verbindung. Mal gucken. Aha, jetzt habe ich den Erzscanner rausgeschmissen. Nein. Was kann ich, auf was kann ich verzichten? Rahmen brauchen wir. Ich bräuchte keine Rohre, ne? Das heißt, wir können jetzt mal eben hier Einverbindung Rohre. Genau, die schmeiße ich raus. Muss ich nochmal gucken, wo das, der Erzscanner ist. Das glaube ich, ist hier drin. Ja, hier sind Leuchtmittel drin. Hier sind die Systeme. Hier ist der einfache Erzscanner drin. Ja, und dann muss ich jedes Mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel was ganz anderes produziere, das hat mich gewundert, dass der noch drin ist, den hätte ich sonst rausgeschmissen. Den braucht man nur für die Miner. Ich glaube, das ist auch nur der einfache, also wirklich nur für den T1-Miner. Ja, das Kreuze war das nicht. Muss ich mal gucken. Genauso das ist auch noch ein nächster Punkt mit der Ordnung. So einfache Fixierungen sind hier drin. Hoppala, dass ich eine bessere Ordnung mache, dass ich direkt hingehe und verlinke. Kann man auch mit Hubs wunderbar lösen. Dann habe ich mal, dann mache ich eine Wand mit den ganzen Hubs. Dann habe ich da Fixierungen und so weiter. Und dann gehe ich einfach nur an die, wenn ich es mal neu verlinken muss, dann gehe ich nur an diese Tafel dran sozusagen. Da gibt es auch was Geiles von Hetron. Die haben sowas auf einem großen Monitor, sag ich mal, gemacht. Und da haben sie dann einfach eine Grafik oder ja, was mit Lua, sag ich mal, gemacht, dass man halt verschiedene Punkte hat, wo man sein Hub einfach drauf heften kann und dann hat man direkt eine Beschriftung dazu. Auch eine sehr geile Idee. Und dann kann man es auch sehr kompakt machen. Jetzt muss ich noch einmal nachgucken, ob die Rahmen produziert werden. Die Rahmen, die Standardrahmen in L. Auch da habe ich immer so einen Wechsel drin. Rahmenproduktion ist hier. Hier habe ich nämlich nur Standardrahmen M. Und hier habe ich den verstärkten Rahmen. Und ich glaube, den brauche ich nicht mehr. Den kann ich anhalten. Und dann mache ich wieder den Rahmen, den Standardrahmen. So, ich hoffe. Ja, der kann produzieren. Weil die Maschine hat beide Sachen. Die hat das Leichtmetall, das Illuminprodukt. Und die hat Stahl. Je nachdem, was man bauen will. Die kann man nicht umschalten, die mittlere. Habe ich mir so gemerkt. Kein anderer kennt damit, klar. Ne? Und jetzt kann die Maschine produzieren. Auch nachproduzieren. Ich schaue nochmal eben einmal drüber. Genau, Erzscanner wird jetzt gerade nachproduziert, denke ich mal. Das läuft sowieso und hat er auch als Link. Wunderbar. Das ist jetzt nur rot, weil der den letzten Erzscanner hier rausgesnackt hat. Und der läuft aber jetzt hier wieder an und ist in 24 Minuten ist er fertig. Moment mal, dann machen wir es mal aus. Dann soll ich mal so 2 machen. Dann kann er durchproduzieren, das passt dann vielleicht ein bisschen besser. So, das hierzu. Jetzt gehen wir mal schnell mal hoch. Gucken wir mal auf die Uhr, sind schon fast 10 Minuten um. Und ich habe noch dazu gar nichts gekommen hier. Aber ich hoffe, ihr findet das toll. Wie gesagt, ich bin mal auf euch so ein bisschen angewiesen, wie ihr das rüberkommt. Ich gucke es mir natürlich auch noch an, im Schnitt hinterher oder so. Und dann denke ich mir immer, das war jetzt so zu lang, das war unnötig. Aber vielleicht mögt ihr auch gerade das Gequatsche einfach, dass man so ein bisschen zählt, ein bisschen gucken kann.
bin da nicht so der Freund von knallhartigen Cutten, wie es viele andere machen. So bam, 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 jetzt und jetzt seht ihr das, bam, 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 und dann kommt das alles. Vielleicht liegt es am Alter, aber ich weiß nicht, ich fühle das auch mal ein bisschen, oder finde es einfach angenehmer, wenn man sich so ein bisschen Zeit nimmt und das sieht. Ich mag das nicht, dass alles heute so schnell gehen muss und immer Zeitdruck, und ist auch für mich dann zum Aufnehmen immer doof, ne? Ich kriege ja jetzt schon ein bisschen Schweißtropfen drauf, ne? Jedes Mal, wenn ich dann die Uhr gucke, oh mein Gott, jetzt ist schon so viel Zeit um, ich dachte, es ist jetzt eine Minute um. So in etwa. Ne? Hier sind wir noch im Studio, hier mache ich weiterhin Aufnahmen. Ne? Zuletzt könnt ihr ja bei mir in den Guides mittlerweile finden. Da möchte ich nur mal kurz so anmerken, das haben wir nämlich schon in 2 Guides gemacht. Ein 3. Folge noch für die Behälterschnittstelle, das mache ich wahrscheinlich morgen. Ich habe jetzt über Weihnachten nicht so viel Zeit gehabt. Und ja, ne? Das ist halt ganzer Lua-Kran, damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Habe jetzt auch erfahren, dass man doch die Layer noch ändern kann. Also ich habe ja vorhin mal gesagt, glaube ich, im Guide, dass die Schrift dann immer ganz vorne ist. Das geht wohl doch. Mal gucken, wie das funktioniert. Das heißt, man könnte eventuell auch eine Grafik machen mit Transparenz teilweise drin und da im Hintergrund Balken laufen lassen. Also habe ich mir mal was vorgestellt. Oder eine Animation etc. Aber das beschäftigen wir uns dann auch nochmal separat in meinen Lua-Video-Guide-Kram. Also eine extra Playlist dafür, wenn ihr dafür angetan seid. Zumindest die Basic, die ich schon aufgeführt habe, die sind schon interessant, wenn man sich damit mal beschäftigt hat. Dann kann man auch viel besser Sachen halt machen. So. Wir haben gerade wunderschönes Tageslicht, ist mal was Besonderes. Und ihr seht schon, was ist das da? Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen gezeigt. Und das ist von Dumphaus oder Dumphaus. Da gehen wir gleich mal hin. Mal können wir vom Schiff aus machen. Das ist die Polaris, heißt glaube ich, die DIS 16. Die habe ich mir jetzt ausgedruckt. Erstmal dachte ich mir, vielleicht mache ich ein Weihnachtsgeschenk, vielleicht werde ich irgendwann die mal verschenken, wenn ich mir ein eigenes Schiff gebaut habe. Momentan habe ich mich aber so ein bisschen in die verliebt, muss ich sagen. Wobei die für meine Maße ein bisschen zu groß ist und müsste die noch ein bisschen pimpen, damit die es, glaube ich, auch voll auslastet. Die hat 4 L-Container drin, ne? Hat 12 Triebwerke. Demnach kann sie, glaube ich, 600, 700 Tonnen oder so, weil ich habe noch Talente drauf angewandt. Nämlich alle sind T1 hat sie verbaut. Kann sie tragen. Oder von der Atmosphäre raustragen. Total, total gut wird sich aber natürlich als Frachter für meinen zweiten Account oder Richtung zweiter Account, dass ich da mal größere Ladungen schon von fertigen Produkten, also wie Kunststoffprodukt oder Beton, weil das will ich da alles noch bauen, bin ich noch nicht so gekommen. Das heißt, das werde ich jetzt auch demnächst mal machen. Und dann kann ich mit der hin und her pendeln, nicht in Warp. Die hat einen Warp-Antrieb. Warp wäre mal zu teuer. Das Ding wiegt mit gefüllten Tanks um die 1000 Tonnen. Ja? Das heißt, das kostet schon ein paar Warp-Zellen, wenn man mal eben springt. Aber ich finde, es ist ein wunderschönes Schiff und Dumphaus hat sehr tolle Schiffe. Dann gucken wir gleich mal hin. Manchmal so ein bisschen eine kleine Tour. Das ist weiterhin meine Apex, die steht mittlerweile hier. Ich bin mit dem zweiten Account zurückgereist. Mit denen war ich nämlich die Woche auf Talmai, ne, und habe da jeden Tag kalibriert. Ergebnis war, glaube ich, nach 3 oder 4 Tagen, dass ich mit über 100.000 Ganarit zurückgekommen bin. Also eine Nickel T3-Erz. Das habe ich auch direkt verkauft für einen sinkenden Preis. 320 ist, glaube ich, nur noch wert, aber das waren über 20 Millionen, die ich gemacht habe. Und auch jetzt, ich kann es nochmal zeigen, ich habe ja ein bisschen Geld. Da habe ich im Stream zusammen mit Kaito eine kleine Tour gemacht mit seinem kleinen Warp-Shuttle, wo nicht so viel reingeht, aber es hat gereicht. Da habe ich auch über 20.000 Liter mitgebracht von Ganarit. Also ich persönlich habe mir noch ein bisschen was abgegeben, ein bisschen bezahlt natürlich die Tour. Und ich habe 23.000, was ich mitgebracht hatte, verkauft. 7 Millionen. Na eben 7 Millionen. Das war von 24 Stunden plus einmal kalibrieren, war das die Ausbeute. Besser, wir hatten fast 30.000, wie gesagt, ich habe kalt ein bisschen was abgegeben. Und das lohnt sich. Ne? Also ich habe keine Geldsorgen mehr gerade. Ich kann damit sogar beide Accounts betreuen, sage ich mal so. Und ich bin nicht super reich, weil ich das Geld mal wieder ausgebe für irgendwelche Sachen. Wie zum Beispiel auch dieses Schiff. Ne? Die Blueprint dafür, gucken wir uns gleich noch an, hat glaube ich 2,6 Millionen gekostet. Also ein Schnäppchen. Also ich finde eigentlich viel zu günstig. Also lieber Dampfhaus. Mach noch ein bisschen teurer, weil das Ding ist auf jeden Fall mehr wert. Manche verlangen dafür vielleicht 10 Millionen und das wäre es definitiv wert. Wir schauen uns das mal von innen eben an. Denn es ist halt, es ist richtig, richtig schick. Ne? Also auch hier mit jedem Triebwerk, das sind Vertikalbooster, die eingebunden sind sozusagen im Voxel. Die sind mega gut. Das sieht super toll aus. Ich habe das Skript auch ein bisschen umgebaut. Dennoch funktioniert es halt schon wie vorgegeben. Also ich habe das Archhard drauf gemacht. Das Archhard erkennt anscheinend auch den Taster, der das halt steuert. Weil wenn ich einsteige, geht automatisch das hier vorne zu. Ich kann das hier nicht zuschalten, könnte ich natürlich umbauen. Oder von der Brücke kann ich das schalten per Hand. Aber das Script macht das automatisch. Also wenn ich abhebe, geht die Tür zu und die Force Field geht rein. Ich habe die ein bisschen rot gemacht. Ich habe einen Skin. Ich habe ja, wir haben einen Freund dank euch durchgespielt. Das heißt, wie schon mal gezeigt, ich habe alle Skins, die es eigentlich im Spiel gerade gibt.
Und die Skins gibt es halt nur über Werb ein Freund-Programm. Ne? Also wenn ihr andere Leute werbt, dann kriegt man das. Also ich habe das auch das Maximum erreicht. Mehr geht gerade nicht. Kriegt auch neue Sachen, aber wenn ihr zum Beispiel den Code weiter nutzt, ist alles in der Videobeschreibung immer eingebettet. Dann wird das weiter dann hochspielen. Und ich mache das kostenlos bei euch drauf. Ich brauche nur die Baurechte und glaube ich Item platzieren. Item platzieren ist, glaube ich, als Recht. Dann kann ich es bei euch einfach anwenden. Ihr müsst dann einmal neu starten. Oder zumindest ja, einmal neu, also reloggen sozusagen. Und dann seht ihr den Skin auch. Und der, solange das Teil nicht ausbaut, ist der dann drauf. Wenn ihr mal das kostenlos, das Einzige, was ihr machen müsst, zu mir kommen. Ne? Und mich mal antreffen. Also am besten über den Stream. So, ich muss mal eben, habe ich vergessen, mal eben Chat runterstellen. Wie gesagt, schreibt mir am besten Discord an, wenn ihr was wollt. Ja, oder Kommentare an, bei YouTube natürlich, lese ich auch. Beim Spiel habe ich vor allem bei den Aufnahmen, wenn ich es nicht vergessen habe, jetzt gerade den Chat ausgeschaltet, dass das nicht aufploppt und da was ist. Ja, aber gucken wir uns das Schiff mal an. Wir haben hier einen direkten Tankzugang. Also hier, Moment, gar nicht wahr. Der Tank, da ist ein Tank. Ich mach das Tanktool raus. Hier ist ein Tank oben, ein Atmosphärentank. Und auch hier. Na, unten ist auch ein Tank. Von hier aus kann ich es am besten alles betanken. Also direkt, wenn man reingeht, hat man eigentlich alles. Na, man kommt hier rein, hat Atmosphärentank. Und da hat man natürlich auch hier in blau die Weltraumtanks. Drei mittlere und einen großen. Und dann kann man von hier aus alle bedienen. Hier ist ein Hub. Den habe ich auch verlinkt, der war noch nicht vorverlinkt. Ne? Da habe ich mittlerweile auch gebuffte Container. Ich habe vier L-Container, das sind jetzt gebufft, auf 5 sind die, glaube ich, gebufft. 768 Kiloliter. Da geht also ordentlich was rein. Tanks sind leider noch nicht gebufft, da fehlen mir noch die Talente. Bin ich aber gerade noch dran mit dem Zweitcharakter. Hier hat man eine Art Lichtschalter, ne? Hier kann man nämlich, das hat man, glaube ich, auch in jedem Raum, man kann die Lichter ausschalten. Sehr, sehr cool. Ich habe alle Türen mal hier auf. Ansonsten haben wir natürlich Türen drin. Bin noch am überlegen, ob ich ein Bewegungsmelder noch irgendwie einbaue in jeder Tür. Weil der ist nicht vorhanden. Wenn wir mal gucken, das Design, also überall, ne, so kleine Ausbuchtung. Relativ einfach gehalten, also eine Art doppelter Boden, Wand sozusagen. Ne. Und dann hier sehr schön drin, da hat man so die Tiefe. Ne. Einfach ein paar Leitungen reingemacht und das wirkt halt richtig, richtig gut. Also das kann Dampfhaus relativ noch einfach bauen. Also nichts Extreme, keine extremen Mikrovoxel machen. Zwar schon noch Mikrovoxel, klar, wie hier. Aber jetzt nichts extrem verschachteln. Schönes Kunststoffdesign, das größte ist halt Plastik, ne? Aber halt sehr sauber bauen. Also das sieht schon gar nicht mehr nach Voxeln aus, das sieht halt ganz, ganz edel aus. Ja, und hier, ich verlaufe mich immer noch im Schiff ein bisschen. Das ist recht groß, das ist ein M-Schiff, ne? Mal vorweg. Und hier haben wir so ein bisschen Engineering-Bereich, ne? Hier haben wir direkt Zugriff auf zwei Triebwerke zumindest. Ne? Hier haben wir so eine Konsole, ist eine Grafik, aber ne? Sieht cool aus, Engineering-Bereich. Wir haben hier so über Beschriftungen. Auch das hier mit der Pflanze fand ich total cool. Ne? Man kann da durchgucken. Und das ist halt hier oben so ein bisschen ja, genau angepasst von den Voxeln her. Das sieht echt gut aus. Ja, hier haben wir die Beschreibung, dass es da zu Bridge geht. Ja, wir gehen erstmal ganz langsam durch. Hier mache ich auch mal auf, denn hier ist der Respawn Point. Ist so eine Art kleine Besenkammer oder kleiner Technikraum. Ja, hier würde man respawnen können. Und ja, hier sind auch ein paar Relais noch drauf auf diesem Schalter. Da könnte man noch was hinzufügen eigentlich, wenn man noch mehr Sachen einbaut. Dann hat man hier alles zusammen. Also das mache ich mal wieder zu. Auch ganz cool, das ist ein Papierkorb. Ein Abfalleimer mit einer Handtaste. Warp-Antrieb ist hier drin, auch sehr geil gemacht. Mit so ein bisschen Absperrung, also das ist echt, gefällt mir richtig gut. Und das ist übrigens ein Nachttisch. Sieht man vielleicht immer wieder, den kann man dafür einfach missbrauchen. Hier oben der Behälter für Warp-Zellen. Ist, glaube ich, nur eine drin als Placeholder. Ne, das ist direkt dann die Versorgung für den Warp-Antrieb. Sehr, sehr cool. Wir gehen erstmal, komm, wir gehen in den Cargo-Bereich einmal rum. Denn ich habe den eher einen Hub angeschlossen, aber theoretisch hat man hier noch die vier Behälter. Dann hat man auch Zugang, alle schön mit Beleuchtung. Hier auch nochmal der Warp-Antrieb und oh, ja, alles. Also ich finde das toll. Andere Schiffe von ihm sehen auch so toll aus. Manche sind ein bisschen einfacher eingerichtet, so Frachter sozusagen. Das ist hier schon sehr luxuriös, muss man schon sagen. Captain Quartier gehen wir zum Schluss rein, würde ich sagen, weil da haben wir auch die VR-Einheit, wo wir gucken können. Da müssen wir auf die Zeit schielen. Die rennt wieder. Ich sag noch, ich lass mich nicht hetzen. Ne? Crew-Quartier mit Spinden, mit Waschbereich und Spiegel. Leider kein Spiegelbild, ein Vampir. Duscheinheit, sogar mit so einem so einer Trennwand. Ne? Also an alles gedacht. Flauschiger Teppich für die Füßchen. Hoffe, wir die duschen nicht im Anzug. Ja, und hier die beiden Betten für die Crew. Haben wir auch hier einen Lichtschalter drin? Das weiß ich gerade gar nicht. Wir müssen bei Licht schlafen. Oh nein. Wenn ihr das Licht hier noch ausschalten könnte. Naja. Und müssen die halt die Scheibe, die Leuchte einschlagen. Das haben wir. Ich überlege gerade, habe ich noch was vergessen?
im Crewquartier. Ich will laufen, wie gesagt, immer noch im Schiff. Zur Brücke gehen wir gleich hoch. Gehen mal eben kurz runter. Aber wir haben, glaube ich, diese Triebwerke, diese Engineering-Räume, die haben wir an beiden Seiten. Dann können wir da reingehen. Jetzt sind wir wieder, ne, beim Ausgang. Na, hier haben wir auch noch einen. Ja. So, und hier gehen wir hoch zur Bridge. Ja, zur Brücke. Da sehen wir schon, das Ganze ist ein bisschen asymmetrisch geformt. Das können wir, wenn wir gleich mal einstellen, wir werden auch damit fliegen gleich. Ne, wir haben auf der rechten Seite das Dix und das Häuschen sozusagen ist ein bisschen weiter drüben, das Häuschen, das Cockpit. Ja, also, und da ist der Knopf ja oben vorne dicht zu machen. Na, da geht das Force Field aus und die Türen zu. Ich habe noch eine Datenbank eingebaut für das Archart-Script. Und ja, ansonsten aber auch hier alles verspielt. Da noch ein Notfallcontroller ist noch eingebaut. Oh, da muss ich vielleicht das Archart noch draufziehen. Ja, ansonsten sehr schönes, sehr schöne Brücke. Ist halt ein Frachter, kann man sagen, ne? Ein reines Frachtschiff. So, jetzt gehen wir noch zu guter Letzt. Gehen wir, da ins Captain-Quartier rein. Wir stehen ein bisschen schief, weil ich habe, wie gesagt, dafür noch keine gerade Fläche, aber wir stehen einigermaßen noch wiederum gerade auf dem Rasen, so gerade wie man stehen kann. Ja, hier, der Captain, der hat natürlich ein bisschen erhobenen Bereich hier. Das heißt, wir haben eine Crew für 3 Leute. Wobei, wir haben nur 2 Pilotensitze, oder? Hm. Ja, auch ein eigenes Bad hat natürlich der Captain. Sehr, sehr schön. Kleiner Erholungsraum. Da muss vielleicht noch was anderes raus. Da muss, glaube ich, mein Stream oder mein YouTube-Kanal rein. Ich glaube, das muss ich noch reinmachen. Ne? Hier sein Bett. Hier kann er so ein bisschen entspannen und hier kann der Captain arbeiten. Hm. So, und hier gehen wir mal rein, denn ich möchte euch einmal zeigen, wo wir Schiff bekommen können. Denn die Fragen, wenn sonst kommen, einfach mal Dump House, also nicht Dampf, sondern ein bisschen, ich denke mal, für Englisch Sprache hier ein bisschen besser gemacht. This 20 for Sale. Hat er jetzt auch was reingemacht? Das ist ein neues Schiff, die Distanz. Die können wir uns aber auch hier rüber angucken. Also, wir gehen zum Dampfhaus Industry Showroom. Ist auch nicht so weit weg von uns. Ich glaube, 70 Kilometer waren es. In der Wüste. Relativ klein gebaut, aber er baut super. Ne? Wir haben in der Beta habe ich ihn auch schon öfters mal besucht. Seine Schiffe fand ich immer klasse. Und ja, hier sind wir. Und. Oh. Bin gerade ein bisschen verwirrt, weil. Er ist neu. Als ich das letzte hier war, der hat, glaube ich, sein Gebäude fertig. Sein Showroom-Gebäude hat er wirklich fertig. Weil vorher sind wir noch anders rausgekommen, da wo direkt die Blueprints waren. Und ja, hier steht es noch, under construction, also er baut noch weiter. Und das Gelbe ist ein neues Schiff, ne, die ist 20. Hat, glaube ich, auch 4 Behälter Platz. Ist auch schon ziemlich cool. Ne, und wir haben die da steht. Die ist, was war das, 16, glaube ich, ne? Ja, genau. Ne, die haben wir da hinten. Und das ist halt sein neuer Showroom. Oben, denke ich mal, eine Schleusentür, wo man rausfliegen kann. Hier werden die Schiffe hingestellt. Ein bisschen kleiner als in der Beta, da war es noch deutlich größer. Aber es reicht vollkommen. Wir sehen auch schon einen wunderschönen Ausblick auf die Wüste. Und ich hoffe, die Türen gehen auf, ja. Und dann kann man sich hier die Sachen alle anschauen. Ich glaube, kaufen kann man den immer noch im separaten Raum. Na, guck mal, hier hat er sogar abgesperrt. Ne? Ich denke mal, hier wird dann weiter das reingebaut. Aber ich glaube, das ist alles sogar neu, ne? Also sein Design war schon immer toll, aber es sah anders aus. Oh, guck mal, da ist sogar Vögel drin. Ah, es war so kleine Spikes dort drauf, damit sich nirgendwo draufsetzen und alles voll scheißen. ja, guck mal, man kann es mittlerweile direkt hier kaufen. Ah, okay, das hat er auch schon gebaut, ne? Das ist nämlich sein neues Schiff, die Atlas. 4 L-Container, 12 Atmo Engines und 2 XL. Also eigentlich die gleiche Bestückung wie unsere Polaris. Nur das hat er letztens erst fertig gebaut. Auch sehr, sehr schick. Ich guck mal auf die Uhr. Wollen wir noch durchgehen? Wir gehen mal eben noch schnell durch. Ja, das ist halt auch so Industriedesign, dass wir sitzen gleich in der Brücke in der Mitte. Ich glaube, wir haben hier ganz so viele Gänge. Aber auch ein sehr geiles, sauberes Design. Könnt ihr euch selber einfach mal anschauen. Wirkt natürlich dann auch immer besser, wenn ihr selber hier durchgeht. Na, hier alles so ein bisschen nicht ganz so nobel. Also nicht so ganz viele kleine Quartiere, glaube ich. Haben wir überhaupt Quartiere hier drin? Oder haben wir die hier gar nicht? Ich glaube, die haben wir gar nicht. Das ist halt wirklich eher so ein industriemäßiges Schiff. Wir sitzen auch ziemlich dazwischen. Wir gucken dann auf das Schiff, was wir uns geholt haben. Ne, aber auch, ich finde halt diese Höhen und Tiefen ganz cool. Ne? Und auch, dass es wieder so einfach gehalten worden ist, theoretisch. Aber dass man hier ein Gelände hat, runtergucken kann. Sowas finde ich halt super nice im Schiff. Und halt, man sieht halt, es sind halt kleine Kurven und so weiter drin. Aber das ist halt eine Voxelbreite. Relativ, sage ich jetzt mal, einfach gehalten.
Was nicht heißen soll, dass es nicht schön ist oder dass es, dass man sowas einfach machen kann, weil genau im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Das ist halt nicht einfach zu machen. Ich will damit nur sagen, dass halt relativ auch einfaches Voxeln sehr viel reißen kann, vor allem bei einer guten Performance. Ne? Und es super sauber ausschaut und gar nicht mal nach Voxel ausschaut, sondern nach einem richtigen fetten 3D-Modell. Ne? Also auch hier einfach nur ein bisschen verzogen. Das sieht so sauber aus. So eine Halterung. Das wirkt schon richtig, richtig gut. So, wir gehen mal aber schnell wieder raus. Was ich auch geil finde, ist hier das hier. Das ist schwarzes Plastik mit Muster. Sie wirkt so wie so ein Profil, ne? Wie so ein Anti-Rutsch-Profil. Was nur schade ist, dass wir schon ein Spiel in der Dimension ausgerichtet. Das heißt, man hat jetzt die Striche hier auf der Treppe in die andere Richtung. Aber das kann man leider nicht entscheiden oder umswitchen sozusagen. Das Schiffchen ist neu. Da hinten ist die Polaris, die wir fliegen. Und die, Namen habe ich gerade vergessen, gucken wir uns gleich an. Ist auch halt sehr geil, auch Frachter. Die gibt es auch schon ein bisschen länger. Und hier sehen wir nochmal, ne, die Polaris. 2.800.000 Quantas kostet das Ding. Ne? Nicht ein VR kaufen, aber ihr müsst mal hier hinreisen. Ich kann nochmal auf die Karte zeigen. So, ja, hier sind wir. Und ja, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. So, und das hier ist die DIS 19. Die kostet auch 2,8. Hat 2 L-Container, 2 M-Container, Warp Drive, 7 Atmo und 6 Space L. Das heißt, wenn man was Kleineres mal braucht, dann kann man auch das nehmen. Genauso wunderschön. Guckt euch selber an, wir haben nicht genug Zeit, alles anzuschauen. Aber betrachtet mal hier die Basis. Ich glaube, das sind noch 2 andere Schiffe. Der hat die Dispenser, glaube ich, alle jetzt hier reingestellt. Das ist cool. Denn die ist auch noch sehr cool. Die Copernicus ist ein kleineres Warp Shuttle. Also, das ist ein kleiner, 2 L-Container. Ist schon ordentlich. 2,5 Millionen. Wie gesagt, die Preise, ich finde die alle zu günstig. Ganz ehrlich. Also, bei den Design. Ich finde es günstig, aber vielleicht sagt man auch ja lieber günstig dafür für die Masse. Oder wer es was Kleineres braucht, was ganz Kleines, die DIS-17 Gemini. 1,16 Millionen Quantas. Escort-Schiff, 5 S-Container, 4 XS-Container. Sieht aber auch super aus. Steht noch nicht hier drin, steht aber glaube ich gleich noch draußen. Ja, und auch hier wieder das Hallendesign mit den Rohrleitungen und so weiter. Super. Wir gucken uns noch schnell so ein paar Sachen von seiner Basis an, weil da muss man auch echt hingucken. Das sind auch richtig coole Sachen. So, wir gehen mal kurz auf die Landezone, damit er auch fertig ist. Und da stehen noch die anderen beiden Schiffe, die noch nicht in der Halle sind. Ne? Die Gemini, die ist ein bisschen kleiner. Die Schiffe wirken halt wie aus einem anderen Spiel. Ne? Wie aus... Ja gut, Star Citizen ist vielleicht noch ein bisschen detailverliebter. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also zumindest aus einem anderen Space-Spiel, wie X4 vielleicht oder so. Ne? Ja, das ist halt von der Modellqualität auf jeden Fall sehr, 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 sehr hoch. Und das ist halt, wie gesagt, ein Warp-Shuttle. Da habe ich mir zuerst überlegt, das vielleicht zu holen, weil das wäre von der Dimension, die ich gerade benötige, eigentlich genau richtig. Wobei ich auch gesagt habe, ich will selber Schiffe bauen, nur ich komme nicht dazu. Weil nicht nur im Stream habe ich mal Schiffe gebaut, 2 Stunden. Und dann waren wir, zwei Streamtage. Das waren dann vielleicht 10 Stunden oder ein bisschen mehr, oder 14 Stunden. Dann war ich durch. Und in der Zeit kann man kein schönes Schiff bauen, finde ich zumindest. Also man, ne, die Detailarbeiten, das dauert wesentlich länger. Also was dauert eine Woche, viele Tage oder... Monat, je nachdem, nach Schiffgröße. Das ist der Showroom, wo wir gerade drin waren. Auch von außen sehr, sehr hübsch. Also auch von der Beleuchtung her. Wie gesagt, auch alles diesen Kunststoffdesign mit den verschiedenen Schrägen. Es wirkt halt einfach wie aus einem anderen Spiel, aus einer anderen Welt irgendwie. Mega, 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 mega gut. Und ja, hier haben wir einen Anschluss zu sagen. Ein Anschluss, natürlich, da geht nicht wirklich was durch. Muss ich nur nochmal betonen, die Citizen, sag ich schon, die Dual Universe nicht so kennen. Ja, das ist halt einfach nur so gewoxelt und stellt dann da, dass wir wahrscheinlich vermutlich eine Verbindung haben. Oh, ich habe ja Fliegen in der Wüste oder sowas. Eine Verbindung haben zu den Industriegebäuden, die da hinten stehen. Das ist auch nicht schlecht. Kleiner Campingstuhl auf dem Kern, der da steckt. Ja, und das sind seine Minen. Und hier muss man nochmal genauer hinschauen, denn hier, wie ich schon gesagt habe, er verbaut auch seine Maschinen eben. Sehr schön in der Verpackung. Hier sind nämlich die Chemieindustrie, die ist hier, steckt hier drin. Also so kann man es auch machen. Ne? Viele machen es nicht, aber man kann da so einen Stöpsel drüber machen und hat dann die Maschinen da drin. Und da sind die Veredler zum Beispiel auch sehr geil gemacht, dass dann hier die Rohrleitung genau oben über diesen Pinöppel, der mal hin und her pudert? Hin und her pumpt zumindest. Dass das einmal da durchgeht. Ne? Und wenn die rödeln, dann rüttelt das hier. Das sieht dann auch ganz cool aus. Da auch hier sind Gehäuse drum gemacht. Mega, mega gut. Gefällt mir echt gut. Mittlerweile stehen jetzt hier ein paar Behälter im Sand, okay. Und das sind seine Mining Units. Also hier oben sind die Mining Units drin. Können wir auch gleich mal hochgehen mit dem Aufzug. Und ich glaube, da hinten ist sein Lager.
Also auch eine sehr coole Bauweise, also so modulmäßig, finde ich. Wie man die Sachen dann jetzt hier aufbauen kann. Ja, und ihr seht auch, die funktionieren. Hier ist noch ein Fließband drin. Wir können auch aufs Dach hochporten. Und auch da. Und da stehen dann die Mining Units. Kohle. Ne, da sehen wir, dass er deutschsprachig ist. Wobei es ja eine Möglichkeit, jetzt haben wir ja letztens geguckt im Lua-Script, da werde ich auch einen Guide nochmal zu machen, wie es möglich ist, dass man eine Schrift auch auf mehreren Sprachen macht. Also dass der Klient erkennt, oder besser gesagt, das Lua, dass das der Monitor erkennt, was für eine Klientsprache hat man eingestellt, und dann zeigt er den entsprechenden Text an, den man natürlich vorgehen muss. Also der kann es nicht automatisch übersetzen, muss das dann halt schreiben in Englisch und in Deutsch oder noch in Französisch, wenn man möchte, denn die drei Sprachen wären möglich. Man kann natürlich auch sagen, dass wenn er auf Deutsch eingestellt ist, mach auf Deutsch, alles andere mach auf Englisch. Das wäre dann die Sache, wie es funktionieren würde. So, nochmal ganz schnell, dann gehen wir hier raus, weil ich gucke wieder auf die Uhr, wir haben schon eine halbe Stunde geschafft und ich mache meine Videos keineswegs so, dass ich sage, ich muss ja Zeit schaffen, sondern ich will eigentlich kurz bleiben. Aber es gibt so viel zu sehen, gerade in Dune Universe, dass es unheimlich schwer fällt. Ne? Auch hier sehen wir auch wieder, ich gucke immer so auf solche kleinen Details, weil ich denke mir, denn das ist das, was ich manchmal nicht schaffe oder nicht erreiche. Wenn ich was baue, baue ich eine gerade Wand, überlege mir, was mache ich da rein, mache eine andere Textur rein, fertig, habe zwei Farben, wie hier oben vielleicht, grau und weiß oder hellgrau. Ja, und dann fehlt mir genau sowas. Und hier ne, einfach darunter so eine Art geriffelte Design, das sind auch einfach nur, ich sag mal, eine normale Schräge ist das. Ne? Dann hier ein Voxel breit, ich glaube hier zwei oder drei Voxel breit. Einfach als, ja, dazwischen sogar noch eine Luft, ein bisschen Luft gelassen und dann eine Beleuchtung hier oben, das so ganz leicht nur beleuchten, ne? Dass der Lichtkegel so da drauf geht und Rest macht dann halt Licht- und Schattenspiel. Und es sieht mega gut aus. Das sind so Sachen, die man, glaube ich, lernen muss einfach. Man muss experimentieren damit, dass man das versteht, wie das gut ausschauen kann, dass man sowas hinkriegt. Ne, auch mit Lichtdesign, dass das halt so toll ausschaut. Ne, weil die meisten mal eine fette Lampe rein, zack, alles weiß, alles hell. Oder grün oder gelb, je nachdem, was sie eingestellt haben. Aber dass es dann halt so leicht angeleuchtet ist und alles in Szene gesetzt wird, das ist halt die hohe Kunst. Wie gesagt, Dampfhaus Showroom, da einfach mal hin, da könnt ihr euch aber umgucken. Oder vielleicht mal Schiffe kaufen, bitte nicht ein VR. Ja, und da könnt ihr auch das schöne Schiffchen, was ich hier habe, einmal kaufen. Ansonsten auf Teil Mai habe ich nicht mehr gebaut. Ne? Also da gehe ich nur hin, um ein bisschen Steinchen zu sammeln. Meistens aber auch wirklich nur meine Miner zu kalibrieren und aufzusammeln, aber nicht in VR. Ansonsten laufen die halt, ich glaube, 4-5 Tage laufen die durch, bis ich kalibrieren müsste. Und auch dann habe ich ziemlich viel Erze zur Verfügung. Ne? Also ich glaube, pro Tag waren das 10.000? Weiß gar nicht mehr so ungefähr. Also das lohnt sich, alle paar Tage mal hinzugehen. So, wir gehen jetzt mal ganz schnell zur Brücke, damit ich nicht noch mehr Zeit vertrödel. Koordinaten haben wir schon eingestellt zur Orga-Basis. Und da zeige ich euch das Schiff mal kurz von außen nochmal. Wie gesagt, auch mit dem Archhat drauf. Ja, und wir sitzen halt hier so ein bisschen außerhalb der Mitte. Hat ein bisschen was von so einem, ja, zukunftsmäßigen Auto. Hätte ich gesagt, so ein bisschen DeLorean-Style von der Motorhaube oder so. Sieht aber sehr, sehr cool aus. Ne? Und auch hier. Ne, vorne ist es zugegangen. Beim Einsteigen schon. Und das Ding hat sehr schöne Schwebeeigenschaften. Verbraucht nur relativ viel Weltraumtreibstoff. Ne? Alles Vertical Booster. Ne? Sieht man schon so 18 Minuten oder so. Brauchen die noch. Ich glaube, ich muss ihn mal ein bisschen buffen. Aber dafür kann man halt hier sehr toll schweben und auch drehen. Also es liegt ziemlich gut. Also wenn man es kauft, kriegt man nicht den Skript drauf. Den kann man sich selber drauf machen. Einfach den Pilotensitz einmal kurz entfernen und bestätigen, dass man entfernen möchte. Und dann mit Backspace wieder einsetzen lassen sozusagen. Und dann ist der frisch, dann ist der ohne Script. Dann ist es in dem eher sozusagen runter, aber der Script ist halt Vanilla. Man bekommt ziemlich vorher mit einem voreingestellten Script. Also man hat auch so ein paar Sachen, kann man auch über die Parameter einstellen, dass man halt, dass er sich automatisch ausrichtet, also dass das automatisch wieder gerade rollt sozusagen und dass man halt mit dem G landen und starten könnte. Na, also geht ein Fahrwerk raus und man geht runter. Das kann aber Archhat auch. Aber es ist wieder Geschmackssache, da möchte ich euch keine Vorgaben machen, was ihr da nutzt. Wir machen jetzt keinen Weltraumflug damit, wir machen nur einen kurzen 12-Kilometer Flug. Glaubt mir, das Ding, das ist richtig cool. Auch, wie gesagt, im Weltall fliegt das toll. Schon einen kleinen Ausflug zu meiner Wüstenmine gemacht, die ist nämlich einmal um Elliot rum, also wir müssen auf die andere Seite von Elliot. Da habe ich die mal abgeholt und wir sehen, es fliegt grandios. Ganz, ganz sauber, auch ruhig gut, weil ich die Kamera ein bisschen weiter weg habe, wenn wir hier rangehen.
Die 12 Triebwerke, die machen schon ein bisschen Lärm. Und die können natürlich auch alle austauschen. Wie gesagt, ich will irgendwann mal ein eigenes Schiff bauen, aber mir gefällt das echt so, so gut. Also ich glaube, ich werde einfach mein Schiff bauen und weiter nach hinten stellen. Vielleicht werde ich mal ein kleineres Warp-Shuttle bauen. Was heißt Warp-Shuttle? Sondern ich denke mal mit einem L-Container, dass es halt ein bisschen weniger Gewicht hat. Dass es ja auch nur ein Leer-Warp, ja, ich sag mal so, ein bisschen besser anfühlt, ja, als jetzt. Weil mit dem Schiff dahin zu warpen, ein bisschen viel. Da würde ich noch die Apex nehmen, aber auch die Apex ist ein bisschen zu schwer dafür. Ne? Die wiegt ja auch schon 600 Tonnen, glaube ich, wiegt die. Und damit dann leer zu fliegen, ich krieg nichts verkauft auf Talmai. Also um Sachen hier mitzunehmen, auf Talmai zu verkaufen, ich glaube, es siedelt einfach mal keiner mehr auf einem fremden Planeten, sag ich mal so. In TARDIS habe ich auch meine Probleme, Sachen zu verkaufen. Das heißt, ich gehe jetzt auf den Step, dass ich versuche, letztendlich alles nach Elliot zu bekommen. Ich brauche auch vieles für Eigenproduktion. Das heißt, mein zweiter Account wird über den ersten Account finanziert. Das heißt, wenn ihm mal das Geld ausgeht, kriegt er ein bisschen was vom Hauptaccount. Und, ja, so kann man es anhand haben. Ich lande mal hier. Und auch hier sehen wir, ich kann wunderbar in der Schwebe halten. Wir haben so viel Power, dass wir nicht durchsacken oder so. Ja, und jetzt gehe ich einfach nur sanft runter. Ja, manchmal geht es zu schnell runter, dann ist das Landegear noch nicht fertig. Da sind wir. Ich wollte auf eine halbe Stunde kommen. Jetzt haben wir schon 36 Minuten um auf der Aufnahme. Naja. Aber ich wollte, wie gesagt, ich will weiterhin versuchen, Cuts zu sparen, indem ich euch einfach das zeige. Diesen Quatsch, wie so kleine Flüge machen. Wenn wir natürlich länger reisen müssen, dann würde ich einen Cut machen. Aber das geht hier alles so. Wir sind auf dem Orga-Gelände. Und da müssen wir mal kurz ein bisschen quatschen. Denn, hier lösen sich anscheinend ein paar Gebäude auf, weil, oder die Spieler haben es abgezogen, weil Avoria ist leider hier weg. Der Shop wird nicht mehr benutzt. Also ihr könnt, wenn ihr Orga-Mitglied seid, könnt ihr weiterhin gerne eure XS-Cores, das sind alles XS-Cores, die werden hingestellt, könnt ihr selber platzieren. Wenn es nicht direkt auf die Plattform geht, dann auf Gras ziehen und dann rüberziehen. Also da auf dem Gras platzieren erstmal. Auf jeden Fall habt ihr die Berechtigung eigentlich, wenn ihr eine Orga seid. Ihr müsst aber eine Orga sein, ne? Also hier, in der hier, in der, ne? BDCO, in der Rossi 86 Twitch Company. Da müsst ihr drin sein. 162 Spieler mittlerweile. Und dann könnt ihr das nutzen. Nicht nur Erz, ihr könnt alles verkaufen. Wie hebt man das Recht auf, dass es Erz sein muss? Am Anfang mal gesagt, es soll Erz sein. Natürlich haben sich Leute nicht dran gehalten. Wie immer, es ist halt unheimlich schwer. Aber ich habe gesagt, ja komm, das geht auch noch klar. Und dann wurde es irgendwie viel mehr. Ist aber okay. Ich hatte nur die Idee gehabt, hinterher den Markt für andere Sachen woanders zu machen. Aber ich dachte, komm, wir machen es dann weiterhin hier. Wir werden es in Zukunft vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Das Problem daran ist immer, ob ihr noch spielt. Ja, wenn ihr natürlich alle sagt, wir hauen ab, dann müsst ihr es gar nicht mehr ausbauen. Das ist halt ein großer Faktor. Denn es hören immer mehr leider auf. Oder pausieren. Und kommen hoffentlich wieder. Und ja, deswegen ist es immer ein bisschen schade und ein bisschen traurig. Ja, und ja, hier haben wir jetzt ein großes Gelände. Ne? Hier ist ja auch noch unsere Mine weiter unten. Das kennt ihr ja, denke ich mal, schon. Wenn ihr schon mal guckt Richtung Hauptgebäude, Hauptquartiergebäude. Ich habe ein bisschen weiter gebaut. Ich habe da oben jetzt schon so eine Plattform drauf gebaut. Denn in diesem Winkel geht das dann weiter. Ne? Also wir verjüngen uns ein bisschen und wir gehen dann ein bisschen schmaler hoch. Und an diesen Türmen kommt eventuell was drauf oder ansonsten nur so Antennen. Ich war am Überlegen, ob wir auf der Ebene, auch wo die Plattform ist, eine Landeplattform machen, sozusagen, für Shuttles, ne? Also für kleinere Schiffe. Nicht für M-Schiffe oder so, aber für kleinere Shuttles, XS, vielleicht sogar S, dass man da landen kann und oben auf einer Art Besucherplattform oder soll auch ein Café hin, sozusagen, oder eine Bar, generell, dass man da was machen kann. So, und hier war ich auch fleißig, habe weitergebaut. Leider ist der Server unheimlich unfreundlich und es gibt halt immer ein Padding Operation oder halt interner Serverfehler und der macht das Erdreich, also das Terraforming, wieder rückgängig, sozusagen. Und das war super nervig gestern. Aber ich habe ja schon mal angefangen, das ist das Fundament der Industrie. Und zwar Industrie meine ich jetzt nicht der Maschinen, sondern ich will ja hier Industriegebäude bauen. Da eine Chemieindustrie mit ganz vielen Rohrleitungen. Das habe ich schon alles eingekauft. Übrigens, ich habe es noch nicht aufgestellt. Das zeige ich dann euch im nächsten Wochenbericht. Und zwar habe ich von Hadron Stairs und die Pipes gekauft. Also das heißt, die Rohrleitung mit Rohrbrücken und sowas. Und noch so Catways und so weiter. So, ne, so Industriestufen. 10 Millionen für die Pipes und 5 Millionen für die Stairs als Blueprint. Die werde ich auch noch hier hinstellen, weil die kann man nicht hier, glaube ich, hinterher gut gebrauchen. Und dann geht das Bauen noch ein bisschen schneller.
Hier will ich so eine Art Schmelzofen hinbauen. Auch ganz viel hinter mit Spielereien, mit ein bisschen Lumivoxeln, mit Funkenflug und so bin ich am Überlegen. Muss ich aber experimentieren. Das heißt, das dauert ein bisschen länger. Und ich habe gesagt, bevor ich irgendwie Stück für Stück anfange, machen wir erstmal eine Art Fundament und dann kann ich immer noch drum rumbauen. Dann hat man schon mal den Platz so ein bisschen beansprucht. Ich hoffe, dass die Leute, bitte Leute, landet nicht drauf. Das ist keine Landebahn. Die Gefahr ist auch noch da, dass irgendwie durchglitscht ist. Die ist nämlich nur eine Stärke dick. Auch wenn der Platz einladend ist, bitte stellt die Schiffe nicht drauf. Wenn ich aber doch mal dann Zeit habe, weiterzubauen, muss ich eure Schiffe dann erstmal wieder verschieben und gucken, wo ich die hinploppe. Das ist halt nicht so cool. Ihr müsst weiterhin auf der Wiese parken, bis unser Spaceport kommt. Und der soll jetzt demnächst mal anfangen. Ist nur sehr viel Material nötig dafür. Hier hätte ich keine L-Cores mehr. Das werden wir heute im Stream, denke ich mal, weitermachen. Ich denke mal, mit der Industrie gehe ich so über L. Also ich gehe also über so wie so ein großes L. Ich werde wahrscheinlich nach hier hingehen. Ich denke mal, dass die Straße in den Kern rein mitziehe und dann macht die Knick. Also ich mache keinen. Ich mache jetzt nicht hier raus ein L, das wirkt mir zu quadratisch, sondern ich mache hinten so eine kleine Abteilung, wo auch noch Chemieindustrie ist. Ja. Und dann von da aus kommt eine Straße zwischen, habe ich mir überlegt. Und dann geht es, da drüber ist dann der Containerhof oder so eine Art Lagerplatz, ein oder zwei L-Kurs groß. Und da gehen dann auch noch Rohrbrücken über die Straße und sowas. Das habe ich mir zumindest vorgestellt bisher. Und wie gesagt, ich bin jetzt gerade vor allem das Fundament am Planen, weil ich glaube, das ist dann der beste Step, damit es erstens größer wirkt und ich dann eine Vorgabe habe, wie die Straßen sind und mich dann daran anpassen kann. Ja. Das ist so die Idee. Weiterhin könnt ihr natürlich auch hier Sachen, die noch frei sind, wie hier oben zum Beispiel, wenn ihr eine Idee habt, was bauen wollt, könnt ihr euch das mal angucken, mit mir drüber sprechen, bitte sprechen, also anschreiben, in Discord am besten. Das und das habt ihr vielleicht vor, wir können uns mal verabreden, wenn ich mal Zeit habe, dass wir da mal drüber schnacken. Bitte keine 2 Stunden Gespräche, ohne dass ihr wirklich einen Plan habt, was ihr machen wollt, sondern versteht das, was das sein soll. Wie gesagt, dass das halt vom Design irgendwie ein bisschen reinpasst, dass ihr niemanden irgendwie die Sicht irgendwie vielleicht versperrt oder irgendwie was ganz anderes hinbaut. Zum Beispiel, ja, wenn wir unseren Airport nehmen, ja, wäre halt doof, wenn man vor der Landebahn ein großes Haus baut, wo man dann nicht wegfliegen kann. Das meinte ich halt damit. Ansonsten, wie gesagt, einfach mal was rüber gucken, vielleicht was einfallen lassen. Es kann dekorativ sein, es darf vielleicht keine Mega-Industrie sein. Ein paar Industrien sind okay, die man halt einbaut, ne, ins Gebäude, dass man die hinterher sehen kann, dass die irgendwie integriert sind, wie ich es auch hier mit der Industrie machen werde. Aber bitte keine Mega-Industrie, die alles fertigt. Das geht wahrscheinlich auf die Performance, ne, deswegen will ich das nicht. Das macht ihr schön separat wo in euren Gebäuden und ihr könnt das dann aber hier verkaufen. Das ist halt der Plan von der ganzen Stadt, ich erwähne es immer mal wieder. Ne? Also einfach hier in die Orga reinkommen. Man könnte optische Sachen bauen oder auch welche mit Mehrwert, denn hinterher soll halt auf jeden Fall die Bekanntheit der Stadt hoffentlich auch eure Stores so ein bisschen füllen. Also sprich, die Leute kommen zu euch rein und kaufen Sachen ein. So, hier gehen wir gleich lang. Das habe ich nämlich auch alles noch gestern gebaut. Das war ein bisschen verschachtelt. Hier übrigens kommt eine Treppe rein. Das werden wir wahrscheinlich heute auch im Stream machen, heute Abend. Hier kommt wahrscheinlich eine Treppe rein, wo man dann nach hochgehen kann und nach oben kommt eine Cyberpunk-Kulisse rein, denke ich mal. Das hatte ich so überlegt, so eine Art, wie so ein Wohnviertel, sage ich jetzt mal. Das steht zumindest auf dem Plan, dass man hier oben auf einem erhöhten Fundament sozusagen Wohngebiet hat. Auch hier drüben, weil ich möchte gerne, dass man hier mit in der Brücke irgendwie drüber gehen kann auf einer höheren Ebene und dass man runtergucken kann auf die Straße. Denn ich finde, ich muss kein Baumenü anmachen, kann ich so hoch schummeln. Ich finde halt diese Tiefe finde ich super geil, wenn man so runterguckt. Ich mag solche Tiefeneffekte. Und gerade hier, das sieht halt gut aus. Also ich will, dass man hinterher vielleicht hier lang gehen kann und muss und zum Gucken, dass man noch eine Brücke hat, wo man hier rüber geht. Und hier oben, wie gesagt, entsteht dann Fundament für eine Stadt. Ich gehe wahrscheinlich hier noch eine Stufe hoch. Ich will ja nicht so viel Terraform machen. Hat auch mit dem Laden zu tun von dem Terrain. Weil ihr kennt das vielleicht, wenn das anfliegt, das Terrain, wie es vorher ausschaut, dann lädt sich zuerst und das wird dann so drüber ploppen. Keine Sorge, lieber Borg, ich möchte nicht so weit hier hingehen, weil sonst beißt sich das so ein bisschen mit dem Design. Ich denke mal, aber einen L-Kern muss man noch weitergehen. Muss man mal gucken. Ich werde sozusagen hier eine Art Grenze haben. Also wenn hier diese Kulisse hinkommt mit Wohnungen, die man vielleicht auch wirklich beziehen kann zum Teil, dann läuft das hier so ein bisschen aus. Ne? Und was man hier macht für die Straße, damit man halt hier hinkommt zum Gewächshaus von Borg, da haben wir schon die L-Kerne für die Straße. Da denke ich mal, dass man noch so kleinere Gebäude oder so kleinere Sachen hier bauen kann, hinstellen kann. Irgendwie in der Landschaft, vielleicht auch ein bisschen Landwirtschaftsgebäude, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Dass man halt, ich will halt den Blick darauf nicht versperren, das finde ich halt cool. Ne? Dass man, wenn man da hinguckt, dass man das noch sehen kann. Hier kommt zwar noch ein kleines Gebäude hin, das aber nicht größer als der Tannenbaum werden wird. Das ist eigentlich nur der Eingang für das Höhlensystem, was ich noch plane, aber in naher Zukunft. Da muss ich hier mal nur mal einen Cut machen irgendwann demnächst. Vielleicht muss ich noch in den nächsten Kern reingehen dafür, damit das sauber ausgeht. Da will ich nur den Cut zum Terrain schaffen. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Mein Lumi-Shop und so kennt ihr ja, da hat sich eigentlich nichts geändert.
Ach ja, ganz wichtig, ich meine, Weihnachten ist jetzt eigentlich schon so wieder vorbei. Sonst euch noch natürlich frohe Weihnachten, habe ich glaube ich ganz vergessen am Anfang des Videos. Es gibt noch Geschenke, die lasse ich noch jetzt bis Silvester oder nach Silvester stehen. Ich denke mal bis zum 6. oder so. Ne? Die hier, das große nicht, das war für mich, da ist nichts für euch drin. Aber die vier Geschenke, da gibt es gratis Sachen. Was es ist, müsst ihr selber erfahren. Bitte aber nicht in VR hin, so, da geht es halt flöten, sondern ihr müsst natürlich physikalisch einmal hin. Na, das lasse ich denke ich mal noch so bis zum 6. stehen oder bis es leer ist. Ich habe für 150 Personen gepackt. Es sind noch sehr viele da, also kommt einfach hin und guckt, was ich da euch als Geschenke verpackt habe. So, ganz schnell noch, was mir leider ein bisschen übel aufgestoßen ist oder wo ich nur ein bisschen Angst sogar bekommen hatte, zeig's mal eben auf der Karte. Das ist nämlich mittlerweile unser Orga-Grundstück, das Blaue, ne? Vorher war es nur diese Blume und ich habe mal im Stream erzählt, jo, ich möchte gerne hier oben hin den Airport bauen, der wahrscheinlich nach Westen geht und ich brauche sehr viel Platz. Und dass wir uns vielleicht noch Gebiete holen müssen und so weiter. Nachdem ich das gesagt hatte, wurde es dann hier rot. Dann kam immer mehr hier vor, die hier gebaut haben. Ne, er war schon da. Ne? Hier unten der Sam, der war schon immer da. Also an den haben wir ja angebaut sozusagen. Hier unten im Wald wollten wir vielleicht mal nutzen, ist aber so okay. Also jetzt, Dark Angel ist dann hier. Das wäre okay, wenn ihr was baut. Wenn ihr, das große Problem ist, deswegen habe ich auch mal so Angst. Ich habe eigentlich nichts dagegen, weil es kam auch so die Frage auf dem Discord, ja, wie soll man denn andere Städte dann mit verbinden mit unserer Stadt? Das habe ich nie vorgehabt, weil das Problem ist, man kann so nicht planen. Die Leute hören auf zu spielen und dann macht man sich die Mühe und sagt, ach komm, wir machen jetzt eine Straße direkt hier und dann können wir uns mit denen verknüpfen. Und dann sagt er, ach, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf. Und dann hat man das alles umsonst gemacht und die Straße geht ins Nichts. Deswegen, ich mache das nicht. Ne? Hier bin ich mein eigener Herr. Ich habe über ein Jahr abonniert und ich habe das in eigenen Händen. Das heißt, hier war ich sicher, das wird bezahlt, das läuft. Ne? Ich habe nicht vor, aufzuhören, also ist alles gut. Das heißt, das erwähne ich einfach nicht. Ne? Also, das habe ich einfach nicht im Hintergrund. So, was ich auf jeden Fall machen würde, ich will irgendwann im nächsten Jahr auch auf diesen Berg. Da will ich irgendwelche schönen Sachen machen, mal eine super Sicht auf die Stadt runter. Und bevor mir jemand das wegnimmt, auch wenn ich es immer wieder gesagt habe, dann wird es aber genauso sein wie mit dem Flughafen. Bitte baut da oben nicht oder lasst zwei Grundstücke frei, weil ich auch immer gesagt habe, also zum Orga-Gebiet. Es wird dann einfach nicht befolgt. Wie gesagt, Burg gibt das Gebiet noch frei, dank netterweise. Wie gesagt, man kann Gebiete jederzeit als Token einen weitergeben. Ja. Weil ich muss unbedingt mal kommen, wenn jetzt ein anderer Siedel, der es nicht freigibt, habe ich eine riesen A-Karte. Ja, weil dann haben wir eine riesen Lücke drin und das sprengt unser ganzes Projekt. Und das ist sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ja, weil momentan ist es so, dass hier genau der Airport kommt. Wir können knapp kalkulieren und gerade hier an der Grenze, haben wir letztens geguckt im Stream, kommen wir noch lang, aber besser wäre, wenn wir hier reinkommen. Des Weiteren können wir hier noch besser die Minen bauen. Also hier habe ich dann eine Doppelmine. Dann hätte ich hier eine Doppelmine. Und ich hätte hier eine Triple-Mine. Jetzt muss ich überlegen. Und ich hätte hier eine Doppelmine. Oder hier eine Doppelmine und hier eine Triple-Mine, wie ich möchte. Also drei Gebiete, genau am Kreuzpunkt, weil ich eine Mine. Das muss ich die Woche auch noch machen, damit ich die Gebiete bezahlen kann. Dessen hatte ich es bisher noch nicht gemacht. Müsst überlegen, auch als Orga. Was ich ein blödes System finde, also da müsste man vielleicht mal in der Zukunft was anderes noch finden. Ist aber schwierig natürlich. Ich muss natürlich jedes Gebiet bezahlen mit einer halben Million. Na, das heißt, nicht nur das Gebiet Claim hat eine halbe Million gekostet, sondern jetzt nach drei Tagen wurde wieder eine halbe Million fällig und mit dem Erz kann ich das vielleicht machen. Ich wollte das vermeiden, denn momentan mache ich ja noch als alleine, auch das Minenbauen würde ich machen. Ich habe im Stream gefragt, ob jemand Bock hätte, hat aber wohl keiner. Minen ist natürlich auch wichtig, ein bisschen Abstand zu machen. Eventuell kann man die später in die Stadt integrieren, aber vielleicht erstmal eine Doppelplattform, die vielleicht auch schön ausschaut und dann die Minen draufstellen. Das ist so der Plan, also vier Minen. Hier ist vor allem ein sehr viel quarzhaltiges Gebiet. Das ist so die Idee auf jeden Fall, aber da muss ich mich auch drum kümmern. Also das heißt, ich muss andere Projekte wieder stilllegen, weil ich jetzt unbedingt die Minen machen muss, weil es anscheinend nicht geht, dass ich sagen kann, jo, ich möchte gerne eine Stadt hier bauen, ich brauche ein bisschen Zonen, lasst bitte zwei Punkte frei oder fragt vorher. Ja, und das funktioniert nicht. Das funktioniert leider einfach nicht. Deswegen, wie gesagt, das Gebiet habe ich geholt. Sobald ich das noch habe, sage ich jetzt auch nochmal hier so ganz nochmal offiziell, danach ist es mir egal. Dann könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, wenn ihr meint, das müsste unbedingt sein, könnt ihr hier Gebiete euch holen. Und könnte dann sehr nah an der Stadt sein. Wobei, ne, mein Hauptgrundstück ist da, 12 Kilometer entfernt. Ich fliege mal eben rüber, wie wir es eben gemacht haben. Ist ein Katzensprung. Stehe nicht unbedingt, weil man unbedingt direkt daneben sein muss unbedingt. Aber wie gesagt, ich denke mal, das Gebiet reicht erstmal. Da haben wir einiges zu bauen. Ja, und das sollte toll sein. Jetzt sage ich es mal auch noch, bitte macht Folgendes. Baut hier bitte kein Gebäude in die Anflugschneise, denn mein Flughafen, der wird nach, die Landebahn wird zwischen, also nach Westen und nach Osten gehen. Na gut, Osten ist ja schon ein Berg, wird schon ein bisschen schwierig sein. Das heißt, hier ist die Anflugschneise, wenn jetzt Leute hier was bauen. Ich sag's, aber wenn ich nicht sagen würde, werden es vielleicht nicht machen. Wenn ihr da hohe Gebäude baut, haben wir ein Problem.
Aber ich claim jetzt auf keinen Fall noch diese ganzen Gebiete hier, damit der paar Kilometer zum Anfliegen frei ist. Das finde ich auch ein bisschen Schwachsinn. Da seid halt so nett. Denkt dran, die Community wird euch wahrscheinlich nicht gut im Auge haben, wenn ihr denkt, ihr wollt das ganze Projekt manipulieren. Fände ich auch sehr schade. Aber denkt dran, ne? Wir machen eine Landebahn. Dann kommen die Fragen wieder, warum braucht man eine Landebahn? Wir wollen es haben. Und große Schiffe mit schwerer Last, die wollen eventuell auch die nutzen, um es sanft anzufliegen. Kann besser sein, glaubt mir. So, zu guter Letzt. Und wir haben schon fast eine Stunde wieder voll bekommen. Ich gehe noch einmal hier hoch, dann zeige ich euch das Gebäude. Ein bisschen auf die Uhr gucken, weil es gibt bei mir ja gleich Essen. Schnipp, schnipp, schnipp. Und wie gesagt, ich bin da euch jetzt nicht sauer oder so, nur manche würden auch sagen, hey, warum hast du nichts da geschrieben? Ja, wo soll ich es überall schreiben? Wenn ich es in Discord ausführlich schreibe, dies glaube ich auch keiner. Ich glaube, das ganze Projekt der Stadt ist bei manchen noch nicht ganz klar gewesen. Ich erzähle es auch immer wieder. Man kann es halt schlecht nur in ein paar Worten fassen, ne? Und am besten angucken. Wie gesagt, ich habe hier immer noch den Plan, aber es kommt ja immer was Neues dazu. Ich schaffe nicht, was fertig zu machen. Ich wollte primär meinen Shop hier fertig machen, damit ich sowas machen kann. Gleichzeitig müsste ich dann so Orga-Sachen machen und meine Prioritäten, das wird immer ein bisschen verschoben. Und deshalb habe ich gesagt, das muss doch reichen. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach, ne? Mit dem, was kann die Stadt oder was muss ich tun, damit ich da bauen kann. Einfach fragen, ne? Einfach anschreiben oder bei uns im Orga-Chat schreiben in Discord. Discord ist halt der beste Anlaufpunkt und dann kann man euch da helfen auf jeden Fall. Ja, zumindest wäre das schon ganz, ganz angenehm. Denn bis auf den Bock, ne, der hier, ne, das wunderschöne Gebäude baut, schauen wir uns aber mal an, wenn es ein bisschen fertiger ist. Braucht sonst gerade keiner. Es gibt zwar noch ein paar Spieler, die mitmachen würden oder wollen, aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, ne, bis hier was passiert. So, hier, das habe ich also hier so fertig gebaut. Auch das hat unheimlich lange gedauert, weil das einfach große Kopierabschnitte sind. Und sehr viel Material benötigt wird. Ich habe das ja in den ersten Core abgeschlossen, werde wahrscheinlich noch designtechnisch ein paar andere Sachen machen, wobei es von Entfernung gut ausschaut, das einfache Design. Und hier muss ich mal gucken, entweder abschließen oben, Antennen drauf und ein bisschen blink-blink wahrscheinlich, oder halt so hoch machen bis zu der Plattform und dann hier diagonal verbinden und eine Art Landeplattform drauf machen. Also auch sehr mit vielen Traversen, dass das abgestützt wird und so weiter. Hätten wir dann 4 Stück zur Auswahl. Alternativ wäre die Landeplattform weiter oben und nur zweimal in der Ausführung. Ich denke mal, dass ich aber diesen Plan mit 2 Plattformen eher begrüße als das. Mal gucken, ne? Vielleicht teste ich da mal was. Ne? Und das Innenleben ist zum größten Teil noch leer, aber da habe ich ja verschiedene Sachen, eine Ehrenhalle und so weiter. Habe ich ja sozusagen schon so in Planung, wird dann mal in Zukunft kommen. Also erstmal ist wichtig, dass natürlich das Gebäude von außen her fertig ist und dann kommt die Inneneinrichtung. Auch mit den Lampen werde ich wahrscheinlich auf Lumi, auf Leuchtvoxeln gehen. Die sieht man nämlich aus großer Entfernung und die Lampen, die wirken halt einfach gar nicht, sag ich mal so. Das ist das, was ich schon vorhin bei Dampfhaus angesprochen hatte. Man muss es können, das Richtige anleuchten. Und das ist hier noch diese toll. Wir sehen auch, ne, na gut, ist gerade Tag, aber auch bei Nacht sieht man das Licht nicht so richtig. Ich könnte mal fettere Lampen nehmen. Vielleicht ist es ein bisschen besser, aber trotzdem, das Leuchtvox, also Lumi, wäre vielleicht besser. Also vielleicht die Fugen beleuchten, ich weiß es noch nicht, oder ein paar andere Ornamente machen. Oder welche Deko-Sachen, die man noch darauf macht, damit man noch ein bisschen mehr bekommt. Das ist gewachster Beton übrigens, vielleicht auch nicht der beste Beton, ich weiß es noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen ran, aber das ganze gewachste Austausch ist auch ganz schön viel Masse. So, zu guter Letzt reisen wir mal durch den Tunnel. Alles war jetzt bei Tag, denkt dran, nachts ist es auch hier sehr hübsch, weil es ausgeleuchtet. Ich habe hier oben diese Traversen gebaut, auch aus einer Library von Geronimo. Eine alte Library, die ist noch aus der Beta, aber ich finde die ziemlich gut, muss ich sagen. Kann man schöne Sachen zusammenstöpseln. Hat man sehr viele Teile, muss ich nur ein bisschen verstehen, wie die aufgebaut ist. Dann kann man aber auch hier, ja, sowas machen. Ja, und den Tunnel, da bin ich noch dran. Da hatten wir gestern, ich glaube, ich habe 3-4 Stunden dafür bisher gebraucht. Und zwar der erste Core, der war ja schon fertig. Aber den zweiten, dritten und vierten, oder besser gesagt, sind immer zweifache Ausführungen. Ne? Ein Core links und ein Core rechts. Die Straße geht mittig durch. Na, hier sind mir die Leuchten ausgegangen. Die sind aber schon in Produktion. Das machen wir dann im Stream weiter. Auch die alle per Hand zu platzieren, ist nicht so einfach. Schon einfach, aber es ist ein bisschen Konzentrationsarbeit notwendig. Habe ich mich hier vertan? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, das ist eine optische Täuschung, oder? Müsste eigentlich richtig sein. Naja. So, und hier ist der Tunnel zu Ende. Da sind wir einmal durch den Berg durch. Und ihr seht schon oben auf dem Radar, wie viele Kurse mittlerweile schon sind. Und ja, hier kommt der Tunnel raus. Der kriegt noch einen schönen Abschluss hinterher. Und hier in die Richtung, da kommt das Airfield hin. Oder unser Spaceport. Ne? Wir sind kartentechnisch
sind wir nämlich jetzt hier. Geht also noch klar, aber so viel ist es nicht mehr. Moment, kann ich die Gebietszonen, die muss ich einmal einblenden. Dahinter ist Schluss. Also es ist schon eng. Ne? Also ich müsste dann gucken, dass ich dann da hinten aufhöre, weil da ist das Gebiet von Burg, aber wie gesagt, das kriegen wir ja noch. Das heißt, danach haben wir dann nicht so das Problem. Deswegen brauche ich es unbedingt. Also möchte ich mal darstellen, es ist nicht so, oh, ich will das unbedingt haben, sondern es war schon so eingeplant. Und ja, deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass auf einmal das Gebiet da geclaimt war. Und denn das hatte ich vorher eigentlich schon so ein bisschen erklärt gehabt, als wir darüber gesprochen haben. Da habe ich mich schon so ein bisschen veräppelt gefühlt, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, das wäre dann, klar, nicht jeder sieht den Stream natürlich, aber ich dachte mir, hä? Warum passiert die ganze Zeit hier oben im Norden nichts? Also keiner claimt. Und genau wenn ich dann im Stream erzähle, dass ich hier was vorhabe und in einer gewissen Höhe, also wahrscheinlich auf der Höhe, wo ich jetzt gerade stehe, den Airfield machen will, weil, ne, dass man nicht in den Boden reingeht, dass man nicht terraformen muss, etc. Weil ich über die Bäume rüberkomme, so ein Kram. Und das habe ich alles ausführlich erzählt und danach kommt dann auf einmal der ein oder andere, der die Gebiete dann da claimt. Ups. Okay, da war gerade eine... Da ist einer gerade geflogen. Da habe ich mich schon so ein bisschen veräppelt gefühlt. Da müsst ihr auch hoffentlich verstehen. Ne? Wird euch genauso gehen. Ihr erzählt was, ihr kündigt was an. Monate vorher passiert da nichts. Ne? Monate vorher passiert da einfach absolut nichts. Und ja, sobald man das erzählt, wird auf einmal da geclaimt und denkt ihr, hä? Soll ich jetzt was anders machen, oder was? Ja, und das ist halt ein bisschen blöd. So, zu guter Letzt, hier, das sieht noch so aus und das wird dann wahrscheinlich ein paar Stützen bekommen, dass es einfach monumental, kolossal ist sozusagen und mal gucken, wie ich sie anbinde. Aber erstmal werden die Stützen noch wegbleiben, weil ich muss mal gucken, wie ich rauskomme oder rüberkomme. Ich denke mal, ich werde auf der Höhe bleiben, vielleicht ein bisschen runtergehen. Problem ist, man muss bedenken, wie gesagt, der Airport, die Landebahn wird allein 2 L-Cores breit werden und wahrscheinlich 5 L-Core lang. Na, mal gucken, irgendwie so. Und wird aus Ziegelmaterial, wird dann die obere Schicht sein, mit ein bisschen Leuchtwachseln als Markierung. Und natürlich jetzt hier im hinteren Bereich, da kommen natürlich die ganzen Hangars rein, Stellflächen generell, offene Stellflächen. Also es wäre eine riesige Fläche, wo man auch wirklich mit seinen Schiffen ankommen kann. Und dann kann man hinterher durch den Tunnel kann man zurückreisen. Ja, dann kann man da zurückdüsen und zur Stadt fliegen. Vielleicht hinterher noch so ein Taxisystem machen oder die Community holt euch ab, wenn wir mal öffentlichen Besuch haben. Den Tunnel selber, die Röhre, die werde ich auch noch in kolossalen Betondesign, denke ich mal, aus dem Berg kommen lassen. Ja, da ich dann quadratisch dann noch abkapsel und das dann irgendwie anschließe. Wie gesagt, hier drauf kommt die wahrscheinlich so ein bisschen wohnviertelmäßig. Oder der eine oder andere baut hier noch so einen Store hin. Da muss ich dann halt mal gucken. Weil da muss man noch eine Straßenanbindung eventuell noch dran bekommen. Eine separate. Das ist das nächste Problem nur. Lass mal schauen. Aber ich denke mal hier vorne, da wo ich schon angefangen habe, den letzten Kern da hinten, dass da geht die Stadt los. Und da ist so eine Art Kulisse, dass man eine Art wie so ein Wohnviertel hier hat. Vielleicht auf 4 L-Cores gedacht, dass hier so eine Art Wohnviertel entsteht. Und ja, dann mal gucken, ne, dass man so ein bisschen Cyberpunk-Stadt hat. Und dann kann man halt gucken, wo man noch einen Store hinbaut, etc. Wie gesagt, da die Industrie. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie es wird. So. Und ja, das war's an sich auch für heute, glaube ich. Wir haben wieder lange gequatscht, ist wieder eine Stunde geworden. Ja, so viel zum Kurzkommen. Aber ich hoffe, euch gefällt es. Und mal gucken, was wir im nächsten Jahr so verbringen. Wie gesagt, letzter Wochenbericht für dieses Jahr, für 2022. Ich hoffe, euer Jahr war soweit okay. War sicherlich nicht für jeden irgendwie leicht. Und die Jahre werden ja auch nicht immer besser, sondern teilweise schlechter. Mal gucken, was das Jahr 2023 uns so bringt. Ich hoffe nur Gutes oder mal ein bisschen Besseres. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch auf jeden Fall. Wenn ihr das jetzt noch im alten Jahr natürlich hört oder liest, seht. Und ja, dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder mit dem nächsten Wochenbericht. Mal gucken, was wir jetzt noch in den letzten nächsten Tagen so schaffen. Und ich hoffe, ihr werdet weiterhin mitspielen, denn ich kriege immer mehr Berichte von Leuten, die sagen, ich pausiere jetzt oder ich höre jetzt auf. Finde ich schade. Für mich persönlich, wie gesagt, ist Dreamverse immer noch ein Spiel, was ziemlich einzigartig ist vom Bauen her. In welchem Spiel kann man sowas machen, dass man auch einen Zweck davon hat, dass Leute hinkommen, hier einkaufen können, etc. Eigentlich so gut wie keins. Also nicht in diesen Ausmaßen. Und das finde ich halt ziemlich, ziemlich cool. Und ich hoffe, es wird noch ein bisschen besser im neuen Jahr, dass Nova Quark richtige Patches bringt, die auch wieder Leute zurückholen, die dann sagen, oh, jetzt ist es cool. Das hoffe ich wirklich von Herzen, dass vielleicht auch ein bisschen Quality of Life Funktionen dazukommen, dass man sagen kann, jo, das macht Sinn, die entwickeln dann genau in die richtige Richtung
Zum Beispiel bei den Lampen, wenn man die platziert, ne, dass man schon vorher Farbprofil eingeben kann und so ein Kram, so Kleinigkeiten, wäre schon eine feine Sache, aber da gibt es auch noch wichtige Probleme natürlich erstmal zu beseitigen. Ich bin mal gespannt und ja, wie gesagt, wünsche euch alles Gute und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Bis dann.